Meinst du, der ist hier, der Wanderer? Julian? Jan, ich weiß es nicht. Wie in den anderen Städten zuvor. Ich weiß es einfach nicht. Er hat uns verlassen. Wir wissen nicht, ob er wieder zurückkommt. Oh, guck mal hier. Oh, alles ist offen und kaputt und sieht das hässlich aus. Es ist sehr ruhig. Wir haben keiner dieser Wackelköpfe gesehen. Ja, sehr komisch, Jan. Wo sind die ganzen Wackelköpfe? Wanderer! Oh, Wanderer! Bist du hier? Hey, Julian, der wird dich nicht hören. Der war noch eh schon taub auf den Ohren. Ja, da hast du recht. Da hast du recht, ja, ja. Hier scheint ja gar keiner zu sein. Ja, sollen wir mal vielleicht anklopfen? Ja, anklopfen ist eine gute Idee. Klopf, klopf. Wir kommen rein. Das war aber nicht sehr nett, Julian. Ja, warum denn nicht? Man wartet auf das herein und sagt nicht, wir sind jetzt drinnen. Das ist nicht gut. Ja, aber Jan, wenn doch keiner antwortet und wir draußen warten, dann warten wir doch ewig. Na ja, Julian, du sollst ja auch nicht die ganze Zeit warten. Na, guck mal, wir können Onkel Doktor spielen und operieren. Ja, Matschköpfe operieren, das wäre doch was Schönes. Dr. Julian. Ja. Ist auch so leer hier. Ich guck mal hier vorne. Julian. Guck mal, die Stadt, die kennen wir doch. Ja, die Stadt, die ist uns bekannt. Oh, guck mal, wenn wir den Wanderer nicht finden, dann nehmen wir einfach einer dieser Wankeviecher. Schwabbelköpfe, wie auch immer. Ja, ja. Hallo, guck mal, junge Dame, oder ist das ein Herr? Was bist du denn gewesen? Ein schwarzer Mann. Ja, und der hat so eine schöne rote Jacke an. Ja, ja, wenigstens ein wenig Zeit vertreiben, wenn wir schon keinen mehr sehen. Ah ja. Ja, die hören sich an, als hätten sie alle Asthma. Ah, da ist noch einer.
Oh, das macht Spaß, Julian. Ja, ja, Jan, mir auch, Jan, mir auch. Ja. Und da ist noch einer. Hallo? Guck mal. Oh, jetzt sind das aber viele. Oh, kriegen wir das? Okay, gehen wir lieber. Nein, nein. Wir wollen nicht spielen. Wir haben noch etwas. ist das schön. Wenigstens etwas, ne? Ja, ja, wenigstens etwas. Stehen bleiben und nicht rumdrehen. Was? Die Hände nach oben. Was wollt ihr von uns? Ich möchte, dass du den Rucksack auf den Boden legst. Sofort. Oh, schon wieder so einer. Schönes Essen, ich habe schon lange nichts gegessen. Bist du jetzt zufrieden? Dann kannst du uns jetzt alleine lassen. Jetzt legst du noch deine Regelmatte runter. Das wäre nicht sehr nett. Nein, nein. Na los, den Regenmantel auf den Boden, sofort. Guten Abend. So, und jetzt ganz langsam die Hose runter. Sind wir hier bei der Piepshow, oder was? Oh mein Gott, die sind ja noch schlimmer als auf der Insel. So, jetzt schnapp deine Sachen und verzieh dich. Sofort. Und ich will dich heute hier nicht mehr sehen. Beruht auf Gegenseitigkeit. Na los, lauf! Zack, zack. Die Liste wird länger, Julian. Ja, ja, Jan. Das wird mir spaßig, ja. Jan, was haben die mit uns gemacht? Ja, das waren keine guten Tage. Jan, sag doch was. Oh, Julian, ich hab dich gewarnt. Ich hab dir gesagt, dass man nicht lieb sein muss. Die Leute sind nicht zu uns lieb. Aber du, Jan,
Unsere Sachen, alles weg. Man hat uns nackt im Wald liegen lassen. Ja, Julian, ich habe dir gesagt, man muss böse Menschen bestrafen. Man sieht das in ihren Augen. Ja. Aber Jan, wir haben Angst. Wir wollen nicht wieder so sein. Julian, du weißt genau, Menschen, die nicht lieb sind, gehören bestraft. Ja. Aber unsere Sachen, alles weg. Sie haben uns ausgezogen. Sie haben uns geschlagen. Sie haben uns sich über uns lustig gemacht. Und ja, sie haben uns Sachen weggenommen. Meine schöne rote Mütze. Meine schöne rote Jacke. Mein schöner roter Rucksack, alles weg. Warum? Tja, erinnerst du dich, Jan, an diese Blödmänner in der Scheune? Ja, Julian, an die erinnere ich mich. So, ich glaube, befreien kannst du dich selber, oder? Ja, das können wir. Bist du dir sicher? Ich hoffe es, ja. Okay. Wahrscheinlich kennst du deine Freunde. Dann, das waren die gleichen doch, oder? In diesem Lager. Wir wollten nur spielen. Und dann kommen die und, ja, ziehen uns aus und schießen nach uns. Das macht mich sauer. Ja, aber ich will nicht so sein, Jan. Ich will nicht so sein. Julian. Es ist schon lange nicht mehr so, wie es mal war. Ich sag es dir, wir müssen sie bestrafen. Ja, jeden Einzelnen, der uns wehtun will, den müssen wir... Ja, das müssen wir machen. Aber Jan, was ist mit dem Wanderer? Der ist doch nett. Der Wanderer ist nett. Ja, ja, Julian, der Wanderer ist nett. Das ist richtig, noch ist er nett. Jeder Mensch gehört gestraft. Erinner dich, wir haben unseren Vater getötet, weil er nicht nett war. Ja, der war böse, wie diese, ja, Arschlöcher. Julian, es wird Zeit zum Spielen.